Herzlich willkommen zu Deutsch bei Jolie. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu meiner Sendung Deutsch bei Jolie. Heute berichte ich vom Thai-Tempel über das neue Jahr. Wir gehen zum Thai-Tempel, weil wir am Sonntag Zeit haben. Wir betrachten eine schöne Zeremonie. Guten Abend, Herr Wonsack. Guten Abend. Ich würde gerne dich fragen über Thai-Tempel, Thai-Zeremonie, Thai-Festival und Thai-Tempel. Ja, ich bin sehr häufig hier in diesem Thai-Tempel, weil ich meine Frau begleite, die Buddhistin ist. Und ich mag das hier sehr gerne zu sein, weil hier sehr freundliche Menschen sind, sehr gastfreundschaftlich alles ist. Und jeder, der das sicherlich hier vielleicht mal kennenlernen will, der ist sicherlich immer gut eingeladen. Und ich glaube auch alle, die in Thailand schon mal Urlaub gemacht haben, die wissen, was das Besondere in Thailand auch sein kann. Das ist die ganz große Gastfreundschaftlichkeit und auch die Freundlichkeit. Das Land des Lächelns, das weiß jeder, dass Thailand so nennt. Und dass man sich sehr wohlfühlen kann in eine solche Gemeinschaft, die man einem halt hier auch in diesem Plöner-Tempel erleben kann. Und darum bin ich hier und meine Frau begleitet mich auch in meine Kirche und das ist Weihnachten ja jetzt gewesen, jetzt ist Neujahr und ja, das ist... Kannst du etwas sagen für Neujahr? Ja, ich kann natürlich gerne was sagen für Neujahr, weil ich glaube, dass es wie überall auf der Welt, dass man allen Menschen was Gutes wünscht, dass man wünscht, dass das neue Jahr gesund ist, dass man sich gut fühlt und dass es diesen Wunsch, den möchte ich an alle weiteren Menschen überall auf der Welt weitergeben. Dankeschön. Ja, ich sag auch Dankeschön, Sabatika. Guten Abend, ich interview Vira heute Prakitisakt. Er bleibt im Thai-Tempel im Plön. Gab Namaskar, ka. Jagja, sob tam tan wa tan yutini na liang ka. Nein, 7 Pi, la yom, ta bin 7 Pi, paman 7 Pi. Er wohnt seit 7 Jahren in Plön. Er ist jeden Tag ungefähr 5 Uhr aufgestanden. Danach hat er verschiedene gemacht für Buddha. ท่านฉันอาหารเนี่ยค่ะแต่ละวันเนี่ยค่ะกี่มื้อคะแล้วก็เวลาอะไรคะฉันอาหารก็วันละมื้อฉันประมาณ 10 นาฬิกา เริ่มประมาณ 10 นาฬิกา วันละ 1 มื้อค่ะ jeden Tag nur einmal ungefähr 10 Uhr er ist thailändisch essen und ถ้าประชาชนที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมที่เนี่ยค่ะต้องมีกติกามีกฎยังไงบ้างคะถ้าใครสนใจก็มาปฏิบัติธรรมได้ก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นก็แล้วแต่มาปฏิบัติแล้วแต่ใครที่อยากจะมาก็มาได้เงี้ย Hier kann man kostenlos Meditation machen und jeden Tag, diese Tempel öffnen jeden Tag und die Leute gehen zum Thai-Tempel jeden Sonntag, weil sie Zeit haben. Wenn man Zeit hat, dann kann man hier kommen, einfach kommen. Wir haben Thailändisch umsonst gegessen. Dankeschön für heute. Khop sathu ka.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt mit Herrn Bhojanaseni. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Herr Bhojanaseni. Ich komme aus Thailand, aber ich lebe in Deutschland 32 Jahre schon vorbei und arbeite in Koch Thai Restaurant. And helping for special for that Kibit in Temple Buddha in Plön. Aber Neujahr, ich habe bin alles gut, alles Glück. Und English is Happy New Year. Okay. สวัสดีปีใหม่ค่ะตั้งกระเชิญตั้งกระเชิญGuten Abend, Frau Lotze. Ja, ich bin Frau Lotze. Ich wohne in Kiel ungefähr 35 Jahre. Ne? Und dann für die Thai Tempel. Ich komme auch, wenn ich habe Zeit, jede Woche oder paar Tage. Ne? Und dann dieser Mann kommt in Neujahr. Ich gerne ein bisschen Wort so andere Leute.Alle gut und Neujahr und viel Glück zum Gesundheit. Ich bin auch. Ich gerne auch haben. Gesundheit. So, dann alle gut. Dann sawaddi ka. Danke schön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt mit Frau Hinz. Wir nennen Kun Pu. Guten Abend. Guten Abend. Wie lange wohnst du in Deutschland? 23 Jahre lang hier wohne in Deutschland. Oh, sehr lang, ne? Und wie oft gehst du zum Thai-Tempel? Ich gehe so hier Tempel fast jeden Tag, wenn ich Zeit habe von der Arbeit, wenn ich frei mache. Sehr gut. Ja. Und hier in Thai Tempel kann man Meditation machen und umsonst. Und kannst du ein bisschen vor Neujahr etwas sagen? Alle gute Frohe Neujahr für alle. Sawaddi ka, sawaddi pi mai ka. Danke schön. Danke. Ich berichte heute über das neue Jahr vom Thai Tempel. Die Adresse ist im Wasserwerksweg 28, Schuwenstinental Klausdorf in Plön. Die Telefonnummer ist 0431785 0128. Wir sind jeden am meisten am Donnerstag hier. Man kann hier leckeres thailändisches Essen. Das ist umsonst. Und man kann hier kostenlos Meditation machen. Thai Tempel hier öffnen jeden Tag. Seit 7 Jahren haben wir Thai Tempel. In Schleswig-Holstein haben wir nur eins Tempel. Wir haben schon 7-mal Röhrengöttin hier gemacht. Röhrengöttin ist eine wichtige Zeremonie für uns.
Wir machen zwischen Oktober und November. Pragitisak ist Leiter für Thai Tempel. Herr Virapot Pochanaseni ist Vorsprecher für das Gebet. Er hilft sehr gern Thai Charity. Wir haben schon 7 Monate Reuengetin hier gemacht. Reuengetin ist sehr wichtig. Wir haben speziell von Thailand Königs bekommen. Präsident und Präsidentin für Reuengetin vom Thai König ist folgendes. Herr Apichat Thiamsin, Herr Vichien Labdecho, Frau Jurarat Heid Bockel, wir nennen Kunoid, Frau Pomuan Limpesitisakt, sie wohnt in Thailand, Frau Urai Ampansi, sie wohnt in Kiel, Frau Mali Balke und Frau Willai Kaflaut. Dieses Jahr machen wir am 18. Oktober 2020. Frau Marie Lose ist Präsidentin für dieses Jahr für Reuengetin. Wir machen viele verschiedene und wir haben viele Aktivitäten im Thai Tempel gemacht und viele Leute nicht nur thailändisch, sondern auch deutsche. Wir machen eine schöne Zeremonie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Jolie wünscht noch einen schönen Abend.